Ja, dann gab es einen schönen Vorfall, da möchte ich aber nicht vorgreifen, weil die Angela möchte dazu was sagen. Es gab ja viel Wind um den Abschuss der MH17-Maschine über der Ukraine. Es gibt immer noch keine Auswertung der Blackboxen, obwohl sie nach England verfrachtet wurden. Aber es fragt auch kein Mensch großartig mehr danach. Es ist einfach versunken. Es interessiert keinen Menschen mehr. Jetzt haben wir die ISIS im Moment als Thema. Und kein Mensch hinterfragt mehr, was mit den Blackboxen ist. Und darüber müsste man ja eigentlich dann auch genau feststellen können, was dort passiert ist. Aber es wird nicht recherchiert. Und wenn sie es recherchiert haben, werden diese Informationen nicht preisgegeben. Aber es gab die Verlautbarungen. Und zwar sowohl von der Seite der Bundesregierung als auch von Seiten der malaysischen Regierung, dass es also nicht von den Ostukrainern abgeschossen sein kann. Und jetzt kommt der BND mit einer ganz anderen Nachricht, aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Ich möchte jetzt Angela bitten, sie hat da zu dem Thema BND und MH17 etwas zu sagen. Erstmal schön, dass wir doch heute trotzdem wieder so zahlreich geworden sind, obwohl es vorhin geregnet hat wie in Strömen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. MH17. Ja, ihr wisst, das ist mein Thema, da habe ich mich halt reingekniet, habe alle möglichen Berichte gelesen, habe Videos geschaut, habe Fotos gesichtet, verschiedene Zeitungsartikel, egal ob... aus England, aus Amerika, aus Russland, aus der Ukraine, aus Malaysia, aus den Niederlanden, habe mir das alles übersetzt und bin da eingetaucht, habe Meinungen gelesen und so weiter. Nun ist gestern groß in den Nachrichten verbreitet worden, der BND hat dem Parlamentarischen Sicherheitsausschuss des Bundestages Beweise vorgelegt, dass MH17 von den Separatisten heruntergeholt wurde mittels eines Bugsystems. Und es wurde natürlich auch gleich so ein Bugsystem gezeigt. Wunderbar. Erstens, es sind keine Beweise vorgelegt worden, es wurde nur behauptet. Zweitens, was ist ein Bugsystem? Ein Bugsystem, was da gezeigt wurde, haben sie ein einziges Fahrzeug, nämlich diese Raketenabschussbasis, gezeigt. Ein Bugsystem besteht jedoch aus 5 bis 6 Fahrzeugen, ne? Und es benötigt mindestens 20 bis 30 Bedienpersonen, um diese Ausgebildete, die müssen mindestens ein Jahr geschult sein, um dieses System bedienen zu können. Laut Satellitenaufnahmen ist jedoch nur ein einziges dieser Fahrzeuge unbestückt auf dem Gebiet der sogenannten Separatisten per Satellitenaufnahmen gesehen worden. Also kann das schon mal gar nicht sein. Als nächstes würden es angeblich Satellitenaufnahmen beweisen. Diese Satellitenaufnahmen sind jedoch nicht gezeigt worden. Und Christian Ströbele hat auch gesagt, diese Beweise, die vorgelegt wurden, haben ihn nicht überzeugt. So, warum haben sie mich nicht überzeugt? Erstens habe ich sie nicht zu sehen bekommen. Und zweitens, Anfang September hat die Linke den Bundestag gefragt, also die Regierung, inwieweit es Erkenntnisse gibt durch die AWACS-Flugzeuge, das sind bekanntlich die der Amerikaner, die den Luftraum dort überwachen, über diese Aktivitäten und welche Radarsignale aufgefangen wurden. Die Antwort der Bundesregierung war, es wurden Radarsignale aufgefangen, und zwar von einem SA-3-System. Ein SA-3-System ist eine Luft-Luft-Rakete. So wie es auch der ehemalige Oberst der Bundeswehr in einem Radio-Interview von der Stimme Russlands ganz genau und detailliert erläutert hat. Wie Spuren aussehen, wie Einschusslöcher aussehen, wie, wenn sie nach innen gehen, wenn sie nach außen gehen. Und man konnte das anhand der Fotos, die von MH17 existieren, ganz genau nachvollziehen. Das war in sich alles schlüssig. So, wenn nun die Bundesregierung schon gesagt hat, dass es ein SA-3-Signal war, also eine Luft-Luft-Rakete,
und die sogenannten Separatisten aber doch gar kein Flugzeug haben. Wie kommt der BND dann darauf zu behaupten, es wäre ein Putschsystem gewesen und es wären die Separatisten gewesen? Wir werden hier von Finden bis Fromme belogen. Also ich habe schon gar keine Worte mehr dafür. Das ist Verarschung. Und das kommt in den Nachrichten zur besten Sendezeit. Und also ich bin einfach nur sprachlos. Aber wie heißt es so schön? Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die du 100-mal gehört hast, als eine Wahrheit, die du zum ersten Mal hörst. Und genau so arbeiten unsere Medien, unsere Politik. Wir werden immer wieder belogen. Es werden immer wieder Behauptungen aufgestellt. Und ganz hinten steht dann ein Artikel nach unbestätigten Meldungen. Und wenn man dies einfach 10, 20, 30, 40 Mal wiederholt, dann fällt dieses nach unbestätigten Meldungen irgendwann weg und wird als Tatsache behauptet. Die Meldungen, die wirklich aussagekräftig sind, wie dieser Bericht des Obersten Bundeswehr oder diese Anfrage der Linken von Anfang September an die Bundesregierung, wo eindeutig Antworten zu lesen sind, diese kann man nur versteckt im Internet finden oder auf der Bundestagsseite. Die werden nicht in den Nachrichten publiziert. Sie werden nicht zur besten Sendezeit gebracht. Und es werden keine Beweise gebracht. Es wird immer nur behauptet. Schaut euch doch mal die Tagesthemen an. Schaut euch die Tagesschau an. Schaut euch die anderen Formate an. Und dann schaltet euren Fernseher mal ganz bewusst nachts ein. Nachts um 12, um 1, um 2. Wenn so kleine Formate kommen, ob das von den dritten Sendern, wo dann mal ein Bericht kommt und seltsamerweise, da klingt das ganz anders. Das klingt vollkommen anders, als wenn ihr um 8 Fernsehen schaut oder wenn ihr es nachts um 2 tut. Ich habe es ganz bewusst gemacht, mir solche Formate rauszusuchen. Geht auch über die Mediathek. Und das muss man miteinander vergleichen, um überhaupt eine Erkenntnis zu bekommen. Was könnte denn überhaupt wahr sein? Und dass die Wahrheit schon lange nicht mehr verbreitet wird, dass wir nur noch belogen werden. Das ist offensichtlich. Mittlerweile danke ich allen Journalisten, die zwar auch noch auf dieser Medienpropaganda reiten, es aber so geschickt und provokativ überspitzen, dass selbst der dümmste Schlafmichel merkt, dass hier etwas nicht stimmen kann. Denen danke ich, weil sie es subtil tun. Anstalt zum Beispiel. Es gibt aber genauso Satiremagazine, sogenannte Satiremagazine, die sich hinstellen und dann wieder alles ins Lächerliche rücken, was irgendwie gegen diese Medienpropaganda ist. Ob es jetzt Friedensaktivisten sind, ob es Menschen sind, die vegan leben oder andere. Das ist auch ganz gezielt. Und die werden kommen dann auch zur besten Sendezeit und dann soll man lachen über Vegetarier, über Pazifisten und so weiter. Oder die sich einfach mal die Frage stellen, sind wir in Deutschland souverän? Nein, ich halte jetzt keinen Vortrag darüber, keine Sorge. Aber dort werden dann Menschen ins Lächerliche gezogen, die genau dasselbe sagen wie Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble darf es sagen, der hat gesagt, wir sind seit 1945 zu keinem Zeitpunkt souverän gewesen. Das hat Wolfgang Schäuble gesagt. Das ist keine Verschwörungstheorie. Sigmar Gabriel hat es gesagt. Frau Merkel, Sie sind die Geschäftsführerin einer GmbH und einer Nichtregierungsorganisation. Das kommt von Mainstream-Politikern. Das ist doch nichts, was wir uns aus den Fingern gesogen haben. Und wenn man da mal nachfragt, dann ist man plötzlich Verschwörungstheoretiker. Gerade die Leute, die hier vorbeilaufen, macht euch mal Gedanken darüber. Macht euch Gedanken darüber, warum überall es wieder heißt, Krieg ist eine Möglichkeit. Warum Herr Gauck über Krieg nachdenkt. Warum boomt im Moment die Wirtschaft der USA? Oder was heißt boom? Warum wächst sie wieder? Sie wächst aufgrund der Rüstungsindustrie und wegen nichts anderem. Die Produktion geht weiter zurück, die Rüstungsindustrie steigt. Warum wird hier jetzt so sehr danach gerufen, die Bundeswehr wieder aufzurüsten?
weil wir ein Wirtschaftswachstum brauchen. Es gibt aber auf diesem Planeten kein unbegrenztes Wachstum. Und Waffen waren noch nie eine Lösung. Wir dürfen es uns nicht einfach machen. Wir dürfen die einfachen Wahrheiten, die uns präsentiert werden, nicht mehr glauben. Ich tue es ja schon lange nicht mehr. Ihr, die hier steht, auch nicht. Aber die vielen Leute, die leider noch vorbeilaufen, die da drüben sitzen, die jetzt schon denken, dunkle Jahreszeit, ach nee, ja, im Supermarkt gibt es die ersten Pfefferkuchen, bald ist Weihnachten, der Konsumterror geht wieder los. Ich rufe euch alle auf, widersteht dem Konsumterror. Macht wieder kleine Geschenke, macht wieder Selbstgemachtes, macht wieder echte Freude, macht Weihnachten wieder zu einem Fest der Familie, macht es zu einem Fest des Friedens. Und überlegt euch, wie ihr vielleicht nicht nur euch um eure Familie kümmert, sondern um eure Nachbarn. Wie wir wieder eine Gemeinschaft werden, die es nicht mehr notwendig hat, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Die miteinander für eine bessere Zukunft dasteht. Und das geht im Kleinen los. Das geht nicht los, indem ich jetzt eine Regierung absetze oder indem ich jetzt Konzerne entmächtige. Es geht los in uns. Der Frieden ist uns, ist unser Weg. Und deswegen teilt miteinander. Ihr habt bestimmt irgendwas zu Hause, was ihr nicht mehr braucht, was da eh nur rumliegt. Nehmt es und gebt es jemandem. Wir haben hier einen Tisch. Alles, was da drauf ist, ist kostenlos. Oder zum Ausleihen. Das ist das. Oder wenn ihr mal ein paar Lebensmittel zu viel habt. Vielleicht habt ihr eine alte, kranke Nachbarin, die nicht so einkaufen gehen kann. Die freut sich vielleicht. Oder ihr habt zu viel gekocht. Ja, dann gebt es doch einfach weg. Es tut doch niemandem weh. Darum geht es. Wir müssen wieder anfangen, nicht nur an uns selbst zu denken, sondern an die anderen zu denken. Und wenn wir das tun, und das friedlich, und das nicht nur hier, mit unseren unmittelbaren Nachbarn, sondern mit allen Menschen auf dieser Welt, dann könnten wir irgendwann in einer Welt leben, die wirklich friedlich ist. Dankeschön. Ja, danke, Angela. Ja, vielleicht mal zu dem ganzen Propaganda, was läuft. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Hubschrauberabsturz, der angeblich in der Ukraine hat stattfinden sollen. Und pfiffige Menschen, das Internet Gott sei Dank, pfiffige Menschen haben also dann herausgefunden, dass es also sich gar nicht um die Ukraine handelte, sondern dass es ein altes Bild aus Syrien war. Aber was ich gesehen habe, das wurde auch bei Facebook geteilt. Der WDR hat am 13.10. einen Bericht eingestellt, in dem der WDR behauptet hat, dass Putin seine Truppen auf Druck des Westens aus der Ostukraine zurückgezogen haben soll. Das war am 13.10. Am 17.10. wurde dieser Eintrag ohne Angabe geändert. Und zwar steht jetzt offiziell drin, einfach nur noch, dass Putin seine Truppen von der ukrainischen Grenze, das heißt also auf seiner Seite, auf der russischen Seite, seine Truppen zurückgezogen hat. Da steht nichts mehr drin, dass er das aufgrund des Druckes des Westens getan hat. Es steht auch nichts mehr drin, dass er Truppen in der Ostukraine hatte. Und es steht nichts dabei, dass dieser Eintrag aufgrund von irgendwelchen neuen Erkenntnissen meinetwegen geändert wurde. Und es steht unten immer noch, dass der Beitrag so am 13.10. eingestellt wurde. Es wird also Propaganda betrieben, ganz offensichtlich Propaganda betrieben, und im Nachhinein wird diese Propaganda wieder weggenommen, dass wenn Menschen dann mal sagen, ey, die haben das und das gesagt, nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist weg. Wieso? Was steht denn da? Da steht doch nur, dass er seine Truppen von der Grenze zurückgezogen hat. Da steht doch gar nichts, dass er in der Ukraine war. Was erzählst du denn? Auch wieder so eine Sache in Richtung Meinungsfreiheit. Wenn wir etwas erzählen, deswegen macht Screenshots. Ich mache mittlerweile von wichtigen Sachen nur noch Screenshots. Und damit ich es auch noch nachweisen kann, dass es tatsächlich mal irgendwo gestanden hat. Weil, als ich das gesehen habe und wie gesagt die vielen anderen Sachen, wo wir einfach belogen, betrogen werden, wo wir in irgendeine Richtung gelenkt werden sollen,
Und im Nachhinein weiß kein Mensch mehr was davon. Ja, und wo ich ganz erstaunt drüber war, den Beitrag habe ich dann auch geteilt, das war ein Video, der eine oder andere kennt den Namen vielleicht, Pierre Vogel. Ich kannte ihn bis dato nur als einen ganz schlimmen Menschen, der sehr radikal islamistisch war. Das war so mein Eindruck aufgrund von Informationen, von Nachrichten, die ich so gesehen habe. Und er ruft auf, auch zum Frieden und dass sie dort falsch in der Presse dargestellt werden und ruft also auch seine Glaubensbrüder auf und appelliert eben halt auch an alle Religionsgemeinschaften untereinander friedlich miteinander umzugehen, wo ich sehr erstaunt war über dieses Video. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wir nicht alles glauben dürfen, was uns verkauft wird von außen, sondern wir müssen einfach alles hinterfragen. Und das ist wichtig, das wurde hier heute noch nicht gesagt, das wird aber immer wieder gesagt, egal was wir hier vorne sagen, glaubt es erstmal gar nicht, glaubt es nicht. Geht ins Internet, recherchiert selber, schaut euch die Quellen an und macht euch eure eigene Meinung, macht euch euer eigenes Bild dazu.